Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Begriff Autarkie in der Photovoltaiktechnik. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Autarkie in der Energieversorgung bezeichnet die Fähigkeit eines Haushaltes oder Unternehmen, den eigenen Energiebedarf unabhängig von externen Quellen zu decken. Autarkie kann als Grad der Netzunabhängigkeit bezeichnet werden. Es geht darum, wie viel weniger Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen werden muss. Dies wird oft durch die Nutzung erneuerbarer Energien, wie zum Beispiel Solarenergie, und durch die Integration von Energiespeichersystemen erreicht. Die Messung der Autarkie erfolgt durch den Vergleich der verbrauchten Solarenergie mit dem gesamten Eigenverbrauch. Ein Autarkiegrad von 0% bedeutet, dass der gesamte benötigte Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen wird. Ein Autarkiegrad von 100% bedeutet, dass der gesamte Energiebedarf durch eigene Ressourcen gedeckt wird. Die Erfassung erfolgt häufig mittels Smart-Meter-Systemen und Energiemanagement-Systemen wie dem Sunny Home Manager 2.0 und kann ins Sunny-Portal überwacht werden. Der Autarkiegrad berechnet sich aus dem Quotienten von genutzter Solarenergie und Gesamtverbrauch des Hauses. Betrachten wir einen Haushalt mit 4 Personen, der jährlich 4000 Kilowattstunden Strom benötigt. Dieser Haushalt hat eine Solaranlage mit einer Jahresleistung von 5000 Kilowattstunden. Von dieser Energie werden ca. 30% Eigenverbrauch, also 1500 Kilowattstunden, direkt im Haushalt verbraucht. Von den benötigten 4000 Kilowattstunden Strom werden 1500 Kilowattstunden durch die Solaranlage bereitgestellt. Das bedeutet, dass der Haushalt zu 37,5% autark ist. Der Einsatz von Speichersystemen kann den Autarkiegrad signifikant steigern. Mit einem ausreichend großen Speicher könnte der Haushalt theoretisch vollständig autark werden, also einen Autarkiegrad von 100% erreichen. Dabei ist zu prüfen, ob der Solargenerator genug Leistung hat, um diesen Speicher zu laden. Zeitgleich muss hierbei auch die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. Große Speichersysteme verursachen oft hohe Anschaffungskosten, die nicht immer im Verhältnis zum Nutzen stehen. Eine wirtschaftlichere Alternative könnte im Heimbereich der Einsatz kleinerer Speicher in Kombination mit intelligenter Steuerung der Haushaltsgeräte sein. Dadurch lässt sich der Eigenverbrauch des Solarstroms optimieren, ohne dass hohe Kosten für große Speichersysteme anfallen. Letztlich hängt die Bewertung des Autarkiegrades und die Größe des Speichers sowohl vom Zweck als auch von der Konfiguration der Solaranlage ab. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Autarkie angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.